herzlich willkommen zurück. Ich bin Andreas und ihr seht hier mit mir zusammen Assassin's Creed 2. Mann, war das eine engagierte und energische Ansage. Aber das bin ich heute einfach drauf. Ich hab's voll. Ich bin heiß. Ich will irgendjemanden umbringen. So, vorher suchen wir uns aber noch ein Ziel. Wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich den Turm übernehmen. Und dann würde ich sagen, gehen wir erst einmal zum. Obwohl, nee, wir machen erstmal die Mission, die hier noch in Florenz ist. Ja, halt die Klappe. Am letzten Griff hat er sich noch festgehalten. Der ist wohl vom Affen gebissen worden. Was ist denn das für ein Ausspruch? Mensch, kannst du dich nicht beherrschen? Hier sind Frauen anwesend. Sind hier Frauen anwesend? Habe ich weibliche Zuschauer? So, synchronisieren. Ja, das ist so eine Sache bei YouTube. Auf der einen Seite würde ich gerne als Kanalbetreiber mehr über meine Zuschauer erfahren. So mehr Statistik, eher männlich, eher weiblich, welches Alter und sonst sowas. YouTube bietet da schon einige Möglichkeiten, zum Beispiel rauszufinden, aus welchem Land derjenige guckt. Das kann man natürlich an der IP-Adresse ganz gut rausfinden. Ne? Aber gerade wenn es darum geht, Alter und sowas zu erfahren, da ist YouTube, geht natürlich nicht. Oder wenn ich zum Beispiel einen neuen Abonnenten kriege, dann würde mich gerne wissen, welches Video hat er zuletzt bei mir angeguckt, weswegen hat er mich eigentlich abonniert. War es Minecraft, war es Assassin's Creed, war es... So, hier, so kann man einen Kurier fangen oder Dieb oder was auch immer. Ja, danke. Würde mich natürlich schon interessieren, welches Video hat ihn jetzt, hat den Abonnenten dazu gebracht, mich zu abonnieren. Ja, das ist eine Information, die ja für mich ganz wichtig ist. Auf der anderen Seite kann ich natürlich aber auch YouTube verstehen, beziehungsweise den Grund, warum das nicht passiert. Und zwar, oh, da ist wieder, die hole ich mir von oben. Ist einfach natürlich ein datenschutzrechtlicher Grund. Wenn ich jemanden abonniere, möchte ich ihm nicht verraten, welche Videos ich vorher geguckt habe. Vielleicht habe ich mir irgendein Porno-Video, naja, Porno gibt es ja auf YouTube, nee, aber irgendein eher zweifelhaftes Video angesehen und ich möchte weder YouTube noch dem Abonnenten noch vor allen Dingen meinen Freunden, ne, irgendwie das Video vielleicht kundtun. Das ist er. Mach ihn fertig. So, nicht hier. So, hier haben wir noch eine Codex-Seite. Und da können wir nämlich, müssten wir eigentlich noch drei mindestens haben. Und da können wir eigentlich mal zum... Hey. Oh, das waren die falschen. Das waren Lorenzos Männer. Sorry. Ja. Ne, Statistik ist also geil, aber auf der anderen Seite Datenschutz ist natürlich wichtiger als Statistik. Oh, das will ich nie. Nee, das will ich erst recht nie. Was will ich denn mit dem? So. Hat die den Verstand verloren? So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh ja, entschuldigt. Musste mal jetzt kurz husten. Ist das hier der Da Vinci? Der Leonardo? Gibt Nein, ich guck mal. Kein Gesetz, das so etwas alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Lass mal durch hier. Ich bin nur ein einfacher Mann. Bitte, Herr. Tschüss. Kommt und seht, was meine Galerie zu bieten hat. Sicher habe ich ein paar Überraschungen vor. So, Mensch, wieder. So kann man übrigens ganz gut stehlen. Man muss den auffälligen Modus nehmen und A drücken zum Rennen. Und dann tut man einfach kurz vorher mal den auffälligen Modus wegnehmen. Und dann bleibt man bloß auf A stehen. Und das ist dann klar automatisch die stehlen. So, den will ich jetzt nie.
Das ist der gute Da Vinci, der Leonardo. So. Klopf, klopf. Ezio, Gott sei Dank, du bist wohl auf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi hast du Francesco deshalb verfolgt. Nicht nur. Ja, nun warum auch immer, die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Ah, noch eine Seite. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lange. Interessant. Oh. Ah ja, ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf, um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Fertig. Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift? Von einem Arzt? In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. Ja, das war der gute Herr Paracelsus, der gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Und nichts anderes hat er hier im Wesentlichen... Oh, das ist eine Neuung, ein Novum. Ein Zettel in Bodennähe. Der Rest klar ab. So. Erinnerung ist freigeschaltet, Sekundäre, was? Hä? Ah ja, wir müssen jetzt also weiter. So, jetzt haben wir hier noch... Jetzt wollte ich schon seit einigen Folgen euch mal was zeigen zu dem Herold. Und zwar... Den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Das mache ich jetzt mal. Ich bin jetzt ein bisschen auffällig, ne? Die Leute suchen mich ja ein bisschen. Nicht ganz so stark, wie wenn das Ding komplett gefüllt wäre. So, wir können ihn jetzt bestechen. Die zur Ergreifung des berüchtigten Assassinen führen. Und er sieht da, bestechen 500 Florin. Wir müssen jetzt 500 Florin bezahlen, dafür, dass wir hier, ne? Dass der jetzt hier die Wahrheit proklamiert. So, was mir viel später aufgefallen ist, was man machen kann, ist einfach diesen, ne? Zack. Man holt sich einfach die 500 wieder zurück. Und ist trotzdem anonym. Ja. Also man kann die quasi beklauen. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht ganz anonym bin, ob ich vorher anonym war und jetzt wieder einen kleinen Tick gekriegt habe. Na gut. So, machen wir weiter. Gehen jetzt mal in die Siedlung. Halt, was ist denn hier? Achso, das ist... Halt, da können wir mal gucken, was der so im Angebot hat. Hallo? Blödsinn. Ach, brauche ich nicht. Blödsinn, ich mache das natürlich in unserem Dorf, weil dort spare ich ein bisschen Geld. Das sind ja meine Firmen sozusagen. Da kriege ich Angestelltenrabatt. Hoppala. Sorry. Oh, ein Rennen. Das können wir eigentlich mal machen. Das machen wir jetzt nochmal schnell. Komm hier. Ich kann die meisten in diesem Bezirk abhängen. Aber ihr sollt der Beste sein. Beweist es. Ich bin der Beste. Ja. Ich bin es. Florentinischer Sport. Ich wette, meinen Rekord könnt ihr nicht schlagen. Ah. So, hier lang. Bisschen holpriger Start, was ich hier habe. Halt die Schnauze. So, weiter. Und ab auf die Kirche. Das war wohl laut.
Komm. Easy. Was? Nur 100 Ocken dafür? Das ist ja lahm. Das ist ja eine Scheiße. Naja, täusch mir die Hälfte von den Passanten. Komm hier, du Battlemensch. Oh, die sollte vielleicht die bestellen. Fuck. Und tschüss. Zack. So. Na los, jetzt gebt die Suche schon auf, findet mich eh nie. So. Kommt, seid nicht schüchtern. Okay. Jetzt geht's aber endgültig zur Villa. So, mal hier um die Ecke. Wo haben die Bischöfe hier alle, oder was sind das? Ne, keine Ahnung. Oh, das wollte ich eigentlich nie. Warum die hier alle Kisten tragen, wollte ich fragen. Hihi. So. Ihr seht, stehlen ist denkbar einfach. Na, aber hier ist Fenster hochklettern. Das geht nie. So, lass. Ach, komm. Hallo? Kletter ich jetzt. Ja, danke. So, und hinüber. Blödsinn. Wupp. Hey, da ist er. Ach, halt die Klappe. Und da rutscht er wieder. So, und weiter. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier eigentlich rauskomme. Hä? Komisch. Muss ich erstmal aufklären. Aber dafür ist ja gleich hier nebenan ein Turm. Hoppala, die nie. Hier, sieht's gut aus. Ah ja, und geht ziemlich auch raus. Ui. Upp. So, Pferdchen, Herr. Zack. Seid ihr Zwillinge? Gucken, wo ich hier lang bin. Weiter. Ich rede irgendwie falsch. Ich weiß zwar nicht, wo es dorthin gehen soll, aber das ist jedenfalls falsch. Hier geht's lang. So, und jetzt nach links. Oder? Lass mal gucken. Oh, das riecht schon laut. Weiter. Ich will ja nach Monteriggioni, genau. Und hier in die Toskana. Ich will wirklich nach links. Ich will einen Onkel besuchen. So, jetzt haben wir auch so ein Assassinengrab. Ach, die Auditore Familiengruft, genau, die habe ich freigeschalten. Und zwar bei Uplay kann man ja Geld verdienen. Also, Geld, so
Punkte verdienen, wenn man jetzt irgendwelche besonderen Erfolge schafft. Und da kann man... da kann man sich das Ding freischalten. So, was haben wir hier? Wir haben hier Gemälde und Schatzkarten. Guck mal, die Monte Regioni Schatzkarte kaufen. Da sind nämlich jetzt die ganzen Schätze eingezeichnet. Danke für eure Patronage. Ich weiß gar nicht, ob da auch die, ob da auch diese Statuen eingezeichnet sind. Vermutlich eher nicht. Naja. So, hier haben wir einen Schmied. Hier ist erstmal der Schneider, zu dem können wir mal hingehen. Und zwar, wir können hier zum einen Kleider färben. Wir können hier so verschiedene Farben machen. Also Assassinenweiß haben wir gerade, Toskana Kupferfarben. Es gibt auch in anderen Städten gibt's andere Farben. So, und zusätzlich kann man Beutel machen, und zwar mittlere Medizinbeutel und große Medizinbeutel. Und das schafft, kriegt man dann nicht bloß 5, sondern 10 oder gar 15 Medizinflaschen mit einmal rein. Will ich jetzt aber gar nicht. So, hier gibt es weitere Rüstungsteile. Ich rüste mal hier mich mit der Lederrüstung auf. Da haben wir die auch komplett. Und dann kann man hier auch Helmschmied nehmen. Können wir jetzt auch. Ist natürlich ganz schön teuer. So, den. Mir eure Freunde. Ja, mache ich. Ich mache die Werbung für dich. Und mit dem restlichen Geld werden wir jetzt hier noch ein bisschen die Stadt aufmöbeln. Außerdem können wir hier irgendwo das Gold holen, was es hier angeblich geben soll. Okay. Jetzt müssen wir dann weiter hoch. Jetzt können wir erstmal die Feder in die Truhen machen. So. Hier geht es nämlich hoch zu meinem Zimmer. Da war ich noch gar nicht, das kann ich euch gleich mal zeigen. Das war das Ezio Auditore Zimmer. Mit den Bildern der unserer getöteten Feinde. Hier der Uberto Alberti, der Viera di Pazzi, steht auch da. Hier haben wir den Francesco di Pazzi und mehr haben wir ja bis jetzt noch nicht gemacht. So, wenn wir schon mal hier oben sind, können wir mal die Truhen lernen. So, gab es hier noch eine? Gab es nie mehr? Schade eigentlich. Ich frage mich natürlich, wo die Truhe denn ist. Ne, Mensch. Da sind ja noch zwei Truhen. So. Halt. So, was haben wir hier? Im Balkon? Ah, hier haben wir Bilder. Stimmt ja, jetzt kann man nämlich, bei den Kunsthändlern kann man nicht nur Schatzkarten kaufen, sondern vor allem auch Bilder. Und die werden dann hier sozusagen ausgestellt. So richtig schöne, klassische Bilder, also Bilder der Renaissance sind so richtig schön. So, hier ist unser Rüstungs- und Waffen-Ding. Hier die Lederrüstung. Die haben wir natürlich gerade. So, und dann die ganzen anderen Rüstungen. Hier drüben sind unsere Waffen. Da ist im Moment auch ein bisschen noch sehr übersichtlich. Ja. Im Endeffekt ist es total schwachsinnig, jetzt zusätzliche Waffen zu kaufen, wenn man eh schon eine gute Waffe hat. Da braucht man ja nicht die billigere Waffe kaufen, aber es erhöht eben den Wert. So, wir gehen jetzt erstmal hier zu Claudia, holen jetzt ein bisschen Geld aus der Kiste. Das ist jetzt noch nicht die Menge. Und sprechen jetzt mal mit dem Architekten. Buongiorno. Buongiorno. Salute, Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Okay. Hoppala. So, wir bauen jetzt erstmal ein bisschen anderes Zeug auf. Bordell. Ich werde jetzt mal den Brunnen ausbauen, werde euch gleich sagen, warum. Und die Kirche kann man bauen. Eigentlich können wir den Rest auch noch gleich bauen. Die Minen können wir machen. Jetzt haben wir hier Militärkaserne. Und die Diebesgilde. Und dann haben wir das Zeug alles ausgebaut. Und da kriegt man nämlich jetzt nicht bloß das Geld von diesen einzelnen Gebäuden, ne? Sondern kriegen auch noch Bonusgeld dafür, dass wir alle Renovierung sozusagen gemacht haben.
Buon viaggio. Und das restliche Geld wird dann im Wesentlichen in die Läden reinfließen, damit man die dann letztendlich auf Salute, Claudia. Stufe 3 aufrüsten können. Willst du das Buch sehen? Das kannst du ein bisschen freundlicher sagen, Mädel. Mensch, ey. Hier kriegen wir 10.000 alleine nur, weil wir alle Renovierungen fertig haben. Okay. Achso, und ich will ja noch in den Geheimgang noch die Siegel abgeben. Bis bald, Ezio. Bis bald, Claudia. Man sieht sich. Ezio, haha. Komm rein. Was bringt uns diese Ehre? Nee, später, Papa. Nicht Papa, Onkel. Später. Ich habe jetzt erstmal wichtigere Sachen zu tun. Okay, hier haben wir auch irgendwelche... Komisch. So, jetzt muss ich mal gucken. Das haben wir noch nie. Hier, guck mal, Siegel platzieren. Klack. Und wupp, da geht das erste Schloss auf. Und was haben wir hier? Nee, das haben wir noch nie. Das haben wir auch noch nie. Das haben wir. Okay. Naja, 25. Das kann man eigentlich auch unter irgendwo buchen. So. Ezio, haha. Komm rein. Wir können noch ein paar Dinger anbringen. Jetzt wird ich dich angucken. So. Und weiter geht's. Mich würde interessieren, wo die eine Kiste ist. Da oben war sie ja nie. Ist sie vielleicht ganz oben auf dem Dach? Aber ich denke, da wäre sie mir eigentlich auch schon aufgefallen. Okay, so, jetzt wollte ich euch zeigen, oder möchte ich euch zeigen, warum ich den Brunnen aufgerüstet habe. Und zwar, kann man hier nämlich reinfallen. Im Gegensatz zu einem normalen Brunnen, wo man ja sich einfach nur verstecken kann, kann man hier rein. Und da haben wir auch so ein kleines Rätsel, bisschen wie bei diesen Assassinengräbern. Na? Ach, scheiße. Okay, das war nichts. Ich hätte mich also komplett immer umdrehen müssen. Na, macht ja nichts. Machen wir es nochmal. Und zwar, jedes Mal, wenn man hier so eine... bei der Mine ist es so, bei der Kirche ist, glaube ich, gibt es auch einen Schatz. Da kann man sozusagen dann reingehen. Und kriegt dann da hinten ein paar Schätze. Mensch, oh, das gibt's doch nie. Ach Mensch. Also nochmal. Und hier rüber. Immer ringsrum. Und 2 Schätze. 300 und 302. Also quasi 600 Ocken. Gut, wir haben für den Brunnen jetzt irgendwas um die 3.000 oder 4.000 bezahlt. Das ist ja natürlich nicht so toll. Aber für den Brunnen kriegen wir ja quasi regelmäßig dann auch Geld wieder bezahlt. Schwupp. Okay.
Ich überlege gerade, und zwar denke ich, ich werde jetzt hier eine Pause machen. Ich denke, das ist eine ganz gute Stelle. Da unten kämpfen sie. Hallo, du Schlappschwanz. Komm, zeig mal, was du kannst. Mach hin. Nein, 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 das geht so nicht. Ah, na gut. Also wie gesagt, ich mache jetzt hier einen Cut und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen wieder hier bei Assassin's Creed 2. Bis dahin, tschüss.